Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei The Witcher 3. Und ein Abo und der Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würde mich sehr freuen, so denn ihr dazu entscheiden solltet. Was lassen die sich als nächstes? Und im letzten Part haben wir endlich die Zahl der fehlenden Gewinnkarten auf 3 gesenkt. Aber es gibt da ein kleines, aber feines Problem. Wir müssen ja immer noch ein skelliges Set anfertigen. Das heißt, wir müssen auch in Toussaint nochmal ordentlich Gwyn spielen. Da kommen wir leider nicht drum rum, weil, wir brauchen halt noch mehr skellige Karten. Für das Gwyn-Turnier. Aber dann sind wir zumindest mit Gwyn dann bald durch. Warum sind die denn alle weg? Die haben nicht umgebracht. Naja, unten im Dorf wird schon was los sein. Bam, bam. Gibt's eigentlich einen Moment? Nee. Ich dachte, die Quest würde vielleicht anzeigen, wo noch Leute sind, mit denen ich spielen kann, aber nee, nee. Dann gehen wir bis zum Hafen runter. Eigentlich wollte ich dich überraschen, aber wenn du schon fragst, jeder kommt so. Und nimm dich vor den Banditen in den Pass auf, wohin du trittst. Handel. Oh, hat leider keine Karten, aber hat Bücher, die wir noch nicht gelesen haben übrigens. Helden von Skellige Otkel und Helden von Skellige Mudolf. Haben noch nicht gelesen. Ich will mit dir. Im Bergfried. Als du mehr bist. Wir starten einfach nochmal. Die Chance, dass wir da gewinnen, ist gering gewesen. Ich. Unser Z basiert halt leider ein bisschen darauf, dass wir Spione bekommen. Bam, 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 bam. Okay. Das ist mies. Okay, wir haben gewonnen. Boah. Das war spaßig.
So. Van Hema, das klingt wieder nach einer einzigartigen Karte, kann das sein? Wir müssen auch die Bücher lesen. Gut, dass ich mich gerade dran erinnere. Yep, wunderbar. Der Legende nach kam ein schrecklicher Sturm auf, als Otkell, Sohn Hemdals, nach Hindiaswal segelte. Otkell rief seinen Vater um Hilfe an, doch dieser hörte ihn nicht, denn mächtiger Donner übertönte Otkells Stimme. Verzweifelt begann Otkell, um Hilfe zu rufen, auf dass jeder, der ihn höre, zu seiner Rettung komme. Als Antwort stieg Freya herab und gab Otkell einen Satz Pfeifen. Als der Held auf den Pfeifen spielte, verging der Sturm und glätteten sich die Wogen. Otkell konnte den Strand sicher erreichen. Als Heimdall erfuhr, dass die Göttin Otkell geholfen hatte, befahl er seinen Sohn Freya, einen Tempel auf der Insel zu errichten. Seitdem beten die Skelliger zu Freya und die Frauen aus Otkells Linie sind ihre Priesterin geworden. Mudolf, Stammvater des Clan Drummond, dem die Herrschaft über die Insel Undwig gegeben worden war, zeigte im Gegensatz zu seinen Brüdern keine besonderen Begabungen. Er war weder allzu weise noch besonders mutig und keinerlei Gabe machte ihn zu einer großartigen Persönlichkeit. Er verübelte Hemdal, ihn nicht mit einem mehr Talenten ausgestattet zu haben. Hemdal hingegen beharrte darauf, jeden seiner Söhne mit gleichwertigen Geschenken bedacht zu haben, die jedoch nicht alle sofort offenbar werden würden. Mudolf würde warten müssen, bis seine Gaben sich zeigten. Doch der Held war ungeduldig und harrte nicht auf den rechten Augenblick. Stattdessen suchte er immer wieder schlimmen Ärger, wobei er stets hoffte, es werde sich ein verborgenes Talent offenbaren. Hemdal wurde zornig auf seinen Sohn und beschloss, sein Geschenk noch besser zu verstecken. Mudolf starb nach einem langen, widerspenstigen Leben voll unglaublicher Abenteuer, ohne sein Talent gefunden zu haben. Seine Nachfahren suchen noch heute nach dem, was Hemdal vor ihnen versteckt hat. Yeah. Ein Hexer! Auf weh. Ein Fremder! Aber von stolzer Statur. So. Okay. Ist Arinbjörn nicht auch noch ein Dorf, wo Leute sind? Ich glaube schon. Wir haben es halt fast geschafft, ne? Es fehlt halt wirklich nicht mehr viel. Sicher hat er einen Riesen getötet, aber jetzt hängt er nur rum und hoffelt die Mädels. Na. Nur delikat. Na gut. Schwerter auf dem Rücken. Was lassen die sich als nächstes? Freunde der Jarls, Retter gewöhnlicher Leute. Hol dich der Teufel. Ich hab dich im Blick. Ich dachte, wir hätten in Skellige deutlich mehr Gwind gespielt. Ich werde Priester. Wenn meine Augen mich nicht... Da hat dir jemand... Und ein Freund des Großmeisters Rittersporn persönlich. Großmeister Rittersporn? Genau. Der dir ein Denkmal gesetzt hat, das länger hält als Bronze. Wenn du ihn triffst, Weißer Wolf, bestell ihm bitte, wie sehr ich, Sigurd, seine zahlreichen Errungenschaften würdige. Oh, ich werde ihm bestimmt mitteilen, was ich von seinen... Geschichten halte. Es wäre eine Schande, einen solchen Künstler zu zensieren. Ich bin zwar Schmied, doch auch ich versuche mich mit Worten. Ich würde mir kurz gucken. Schatzkarte gibt's keine, wunderbar. Spielen wir. Ah, er spielt wieder Monster. Wieder ein Monstergegner. Ein Monstergegner, das wird doch spaßig. Dann, 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 dann. Dann, 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 dann. Das ist ungewöhnlich für einen Monsterspieler. Ich meine, vielleicht wusste er, dass ich jetzt ganz viele Spione schicke. Trotzdem, mit einer Karte kann ich schon gewinnen.
Den Drachen hätte ich jetzt gerne. Naja, man kann nicht alles haben. Ah, wobei es ist nur. Es ist nur 8. Das ist okay. Jetzt hätte ich gerne den Drachen. Was macht der? Der kann ja nicht aufgeben wollen. Hey, das macht doch gar keinen Sinn, was er tut. Hä? Hey? Wollte einfach nur Zeit schinden, oder? Jetzt kommt Verbrennen. Nee, doch nicht. Wenn er das jetzt boostet, bin ich ziemlich am Arsch, aber... Ich meine, ich habe sehr viele, ich hab wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten hier. Ich habe schon einige Möglichkeiten, ein bisschen Schaden zu machen. Komm, ich mach mal eben ganz kurz den gleichen Move, den er gemacht hat. Alter, wie viele Einheiten der hat. Der jetzt ein Horn hat, ey. Hat er nicht. Ja gut, dann haben wir gewonnen. So. Hey, vorsichtig! Verrottete Mangonel. Das könnte wieder eine Karte sein, die nicht neu ist, ne? Klingt wie so eine ganz normale, generische Karte, leider. Sie war neu! Nur noch eine Karte, Leute! Eine einzige Karte! Eine Karte! Eine einzige! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Mein Onkel sagt, dass die Leute auf... Das kann doch nicht wahr sein, nur noch eine Karte! Und wir müssen, wie gesagt, trotzdem noch skellige Karten sammeln, aber... Axt nie zerbrechen. Pass bloß auf, Fremder. Ich meine, wir sind dann auf jeden Fall auf der richtigen Fährte, sage ich mal, ne? Oh. Haben wir es dann vielleicht endlich bald geschafft. Ich meine, es gibt auch leider nicht mal ganz so viele Orte, wo wir hingehen können. Das ist natürlich noch ein anderes Problem, aber... ich meine, wir waren schon auf den meisten Inseln jetzt unterwegs. Waren wir hier schon unterwegs? In Swarlak? Ich glaube schon. Wir können auch nach Kaer Trolde vielleicht. Vielleicht haben wir da das Glück. Ich meine, hier waren wir, oder? Was bringt dich? Ja. Bist du verletzt? Mein Papa war auch so platt wie vorhin. Wir können aber hier mal versuchen, aber ich glaube, da war nichts. Da waren nur Banditen oder Wölfe oder sonst irgendwie was, ne? Ah, nee, da war das mit der Arena, oder? Nee. Hier leben auf jeden Fall Leute, aber... Keiner, der mit McWin spielt. Stimmt, das war die Arena hier, doch, doch. Interessant. War das hier nicht eine Taverne? Nee. Furchtbar sauer auf dich. Und auch auf die Zauberin. Was hat sie getan? Hast du ihm den Kopf abgeschlagen? Einen Riesenkopf über den Kopf. Dann geht's wohl doch nach Kaer Trolde, wa? Ich meine, wir haben sonst keine Orte mehr, glaube ich, wo wir noch hin können. Ich glaube, hier im Süden waren wir auch schon auf der Insel. Naja, da waren wir auch gerade eben schon. Auf der waren wir, glaube ich, auch schon. Ja, Frias Grat und so, ja, ja. Hier oben waren wir auch schon da. Okay, hier haben wir auch schon alle Orte abgesucht. Das heißt, es fehlt eigentlich nur noch höchstens Kaer Trolde. Das ist irgendwie so ein Fragezeichen, was wir auch noch machen müssen. Vielleicht haben wir hier noch was nicht gemacht. Gegen irgendjemanden gespielt. Vergessen. Taverne vielleicht. Pläne Mama gesehen. Hat gesagt, dass du ein Held bist. Seltsames Langschiff bauen. Ist nicht so viel. Warum nicht zum Treffen, wenn du einen Bauch dafür weißt? Kann ich dich für etwas aus... Ah! Spiel. Vielleicht ist die letzte Karte, die wir brauchen. Danach kann man fressen bis zur Ohnmacht. Schließ das Quest dann einfach ab. Oh, 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 oh. Ah, schade. Noch ein Spion wäre gut gewesen. Er ist Nilfgaard, also. Oder halt, Dings wäre gut gewesen. Eine Finte.
Wir können die Spione wiederbeleben in der nächsten Runde immerhin. Ja, wir passen. Soll er spielen und dann soll er halt versuchen noch zu gewinnen. Dann gibt er die Karten links wieder aus. Ah, ne. Er wollte die erste Runde dann verlieren. Okay. Kann man ja machen, ne? Oh. Zuvorkommt. Ich meine, wir haben halt jetzt noch die Möglichkeit zu sagen, wir verlieren einfach und gut ist. Oder wir versuchen einfach zu gewinnen, das geht natürlich auch. Weil er könnte sonst die Einheiten wiederbeleben. Eine Finte hat er vermutlich nicht mehr. Wenn ich jetzt aufgebe, könnte die mit einer Wiederbeleben wiederholen. Deswegen, wir versuchen die Runde zu gewinnen. Wir gehen all in. Ich meine, wir haben genug Puffer gerade, um Verbrennen zu verhindern. Da haben wir noch die Sechser, dann können wir noch, das können wir auch noch machen gleich, aber ich warte erstmal, bis er vielleicht noch mehr Fünfer hat. Oder was Stärkeres, was wir entfernen können. Ich muss eine 7 noch spielen, damit wir die 6er platzieren können. Ah. Wir spielen sie einfach alle aus und haben wir gewonnen. ...205 versus 54. Die Quest ist abgeschlossen. Ja, wir waren und die Quest ist verschwunden. Sammle sie alle, wir haben es geschafft. Wir haben alle Gewinnkarten gesammelt. Alle. Juhu. Es regnet, zieh deine Tunika an. Oh mein Gott. Wir haben es geschafft. Wir haben alle Gewinnkarten gesammelt. Oh mein Gott. Puh. Ja gut, wir müssen jetzt noch ein paar mehr sammeln, leider. Ihr wisst ja, wie es ist, ne? Wir brauchen noch ein paar von den, ihr wisst schon. Vielleicht können wir welche kaufen. Ich glaube, wir haben nie geguckt, ob wir welche kaufen können vom Skellige-Set, ne? Vielleicht können wir das noch auffüllen mit gekauften Karten. Weil ich meine, wir haben ja gegen super viele Leute gespielt, aber wir haben nie geguckt, ob die welche verkaufen, glaube ich, oder? Ich glaube nicht. Und endlich wieder ein Toussaint. Haben wir echt noch überhaupt eine Nebenquest in anderen Orten? Nö. Wir haben alles abgeschlossen. Nice. Wir sind echt noch ein Toussaint jetzt unterwegs. Und das ist nur noch Quint und das mit der Kamera. Und dann ist Hauptquest. Oh mein Gott. Scheiß doch auf alles. Willkommen zurück. Zeig. Die hat keine Quint-Karten. Und nochmal spielen können wir ja nicht, ne? Ich muss. Dann kriegen wir keine Karte. Meister, finde das Biest. Wir müssen aber. Wir müssen. Mehr Karten haben, sonst können wir kein Set zusammenstellen. Uns fehlt einfach noch ein. Wow! Kann es. Ali! Okay, lass uns mal gleich was versuchen. Wir haben noch kein skellige Basisset bekommen bisher, ne? Ich. Man hat ja zumindest am Anfang irgendwie so ein Basisset mit ein paar Karten bekommen. Als wir das erstmal mit Quint angefangen haben. Und diese Quest schickt uns ja tatsächlich, hier. Basissatz und der schickt uns ja wohin. Und da fing aber auch das Turnier an. Vielleicht, wenn wir den sprechen, kriegen wir noch einen Basissatz an Karten, mit dem wir dann einen Satz zusammensetzen können. Weil wir müssen ja leider mit dem skellige Set antreten. Aber das heißt auch, ich werde zwischen den Parts versuchen, das skellige Set ein bisschen zu analysieren und zu schauen, wie man das am besten spielt, weil ich habe keine Ahnung mehr, wie das geht. Ich
bin ganz ehrlich mit euch. Ich habe keine Ahnung mehr, wie das ging. Das Set ist ein bisschen anders. Das ist ein bisschen trickiger. Das ist so ein bisschen um die Ecke, muss man da, glaube ich, denken. Und auch ein bisschen Kombo-reich, wenn ich mich richtig erinnere. Ich meine, wir können trotzdem, glaube ich, ein paar Spione in unser Set packen, oder? Habe ich welche im Set? Ich weiß es gerade gar nicht. Naja, wir schauen einfach mal. Oh, das Licht ist sehr hell. Besor beim Regen und Abend ist nicht so schön. So. Das war jetzt gerade auch kein schönes Wetter, aber egal. Arbeit veredelt. Aber Müßiggang macht glücklich. Liebster Bruder, es freut mich sehr zu hören, dass du ein Turnier organisierst, bei dem die Spieler die neue Fraktion ausprobieren können. Ich halte das für eine fabelhafte Idee. Leider kann ich nicht kommen. Meine Gesundheit hat sich unvermittelt drastisch verschlechtert und die Ärzte haben nicht mehr viel Hoffnung. Nun ja, irgendwann ist jeder mal dran, wie unser Vater zu sagen pflegte. Ich hatte ein gutes Leben und bereue nichts. Außer vielleicht, dass ich im Laufe der Jahre einige lesene Karten verloren habe, aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Vielleicht ist dies mein letzter Brief an dich, deshalb solltest du wissen, dass ich sehr stolz auf dich bin. Ein Gwyn-Turnier mit einer neuen Fraktion, das ist die Idee schlechthin. Mach dir keine Sorgen um diejenigen, die gegen dir eine Veränderung sind und Veränderungen im Allgemeinen ablehnen. Es wird immer Unzufriedene geben. Du deinesgleichen, ihr müsst euch von eurer Intuition leiten lassen und dem Weg zum Fortschritt folgen. Wo stünde unsere Welt denn heute, wenn nur die Engstirnigen und Einfallslosen das Sagen hätten? Ohne Zweifel säßen wir noch heute in der dunklen Höhle und würden weder ein wärmendes Feuer noch Kerzenbeleuchtung kennen. Deshalb sehe ich dein Turnier mit großer Zuversicht entgegen und wünsche dir das Beste. Ich glaube fest daran, dass es sich schnell zum besten und angesehensten Gwyn-Turnier der Welt entwickeln wird. Dein Bruder Igor. Ich kann dir versichern, Skellige ist genauso stark wie die anderen Fraktionen. Sie wird bestimmt auch bald als Kanonsatz anerkannt. Ich weiß nicht. Ich neige eher zu Nilfgaard. Muss mal darüber nachdenken. Geralt von Riva, ich habe gesehen, dass ein Gwyn-Turnier angekündigt wurde. Da bist du hier goldrichtig. Ich bin Graf Martin Monnier. Ich organisiere das Turnier. Und zwar nicht nur zum Zeitvertreib. Es ist eine Mission, um die neue Skellige-Fraktion zu bewerben, die mein lieber Bruder geschaffen hat. Verstehst du? Die neuen Karten. Erzähl mir mehr darüber. Sie wurden gestaltet, um den Geist der Inseln einzufangen. Dieser raue, brutale Schönheit. Uns werden berühmte Skelliger begegnen. Helden der Legenden, Berserker und Bestien. Bran Tyrsech ist natürlich der Anführer der Fraktion. Und die anderen berühmten Skelliger? Hjalmar und Ceres Ankret natürlich, wenn auch nicht gemeinsam. Dann Hemdal der Held, der geschätzte Druide Moissac und so weiter. Woher kommt die Idee mit der neuen Fraktion? Ist das nicht ziemlich aufwendig? Ich bin in ganz Beauclair als Gwyn-Mäzen und Liebhaber bekannt. Genau wie mein Bruder, der nun schon einige Zeit tot ist. Wir hatten noch eine weitere gemeinsame Leidenschaft, und zwar das Reisen. In unserer Jugend waren wir jahrelang auf See. Unser Territorium erkunden. In allen möglichen Ecken der Welt. Was uns damals wirklich gepackt hat, waren die Skellige-Inseln. Diese stürmische, fiebrige See, die sich selbstmörderisch gegen die Klippen wirft. Dieses Bild und zahlreiche andere, die ihm ähneln, haben meinen Bruder dazu inspiriert, eine neue Fraktion zu entwerfen. Das Turnier. Wo muss ich mich anmelden? Hier bei mir. Einen Platz kann ich dir noch anbieten. Aber du müsstest die Skellige-Fraktion spielen. Weißt du, ich habe schon viele gute Spieler gefragt, ob sie die Fraktion übernehmen. Aber was sie nicht kennen, das wollen sie nicht. Sie wollen gewinnen. Daher bestehen sie darauf, mit ihren erprobten und gelobten Karten zu spielen. Um es kurz zu machen, du brauchst einen Deppen, der das Risiko auf sich nimmt und zeigt, dass mit Skellige nicht weniger zu reißen ist als mit den etablierten Karten. Am besten wäre es, mit den Karten deines Bruders das Turnier zu gewinnen. Wir verstehen uns ausgezeichnet, wie ich sehe.
Sieh diese Trophäe, aufrecht und stolz. Wenn du siegst, ist sie dein. Nicht übel. Würde sich gut in meinem Haus machen, auf der Anrichte vielleicht. Also schön. Ich probiere die neue Fraktion aus. Herrlich, das ist Musik in meinen Ohren. Es gibt da leider ein kleines Problem. Ich kann dir nur die Basiskarten bieten. Mein Bruder hat leider viele Schlüsselkarten weggegeben oder verloren. Und wie soll ich mit diesen Karten das Turnier gewinnen? Na, ganz einfach. Fordere die hiesigen Gwyn-Spieler heraus und gewinne die fehlenden Karten. Das wäre außerdem eine gute Übung für das Turnier. Hier sind die Karten, die ich dir geben kann. Nimm sie bitte. Die übrigen behalte ich, denn ich werde auch die skellige Fraktion spielen. Jetzt müssten meine skellige Karten gut genug für das Turnier sein. Darf ich mal sehen? Ja, wirklich. Komm übermorgen wieder, dann beginnt das Turnier. Okay. Ganz grantig Duell. Dann lassen wir mal ganz kurz das Set angucken. Konnten sich nicht einigen, wer zuerst darf. Uff, das wird echt nicht einfach. Was ist das für eine Fähigkeit? Kann man da irgendwie reinzoomen jetzt? Nee, ne? Doch. Brecher herbeirufen. Wenn diese Karte vom Schlachtfeld entfernt wird, wird eine mächtige neue Einheitenkarte herbeigerufen, die ihren Platz einnimmt. Aha, aber wie soll die denn jemals entfernt werden? Die muss ja selber entfernen, weil die hat ja null. Die ist ja nicht stark. Alle Berserker-Karten in der gleichen Reihe werden verwandelt. Ich glaube, das ist eine wichtige Karte. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr wichtige Karte. Das sind Berserker-Karten hier, naja. Nur eine einzige Berserker-Karte. Das ist natürlich ein bisschen schlecht. Die stärksten Karten beider Spieler auf dem Schlachtfeld werden getötet. Ah, schwierig, ne? Ich habe echt nur eine Berserker-Karte. Ah ne, da sind junge Berserker. Okay. Die brauche ich auf jeden Fall. Das ist so das, was ich machen würde, glaube ich. Ich glaube, ich habe sogar eine von diesen... Ja, die hier, die habe ich... Ah, davon kann man schon drei Stück reinmachen, ne? Das ist schon... Oh, nee. Das ist nicht mit denen hier zusammen, ne? Schildmeile. Ach, doch. Das sind die drei Schildmeile. Ja, ich nehme auf jeden Fall die Dreierkarten alle mit. Die hier, die ganz normalen Angriffskarten, lasse ich jetzt erstmal alle links liegen. Das hier ist ein Problem, weil das ist, ja, das... Das würde nur mit dem... Achso, mit Gontor Dim. Okay, ich kann die und die drei hinzufügen. Ja. Dann wird das Set auch ein bisschen zu groß, leider. Was für Anführer gibt es? Bei dem Gesicht helfen. Okay. Dann speichern wir mal eben kurz... Ich speichere lieber einmal jetzt ab, nur um sicher zu gehen. Nicht, dass es sofort losgeht, wenn ich jetzt hier meditiere, zwei Tage. Ich glaube, bei dem Turnier kann man nicht speichern zwischen den Duellen. Man muss das in einem Stück durchspielen, glaube ich. Echt, als es fahren her,
bringt uns willkommen in der. Hätte sein können, dass sie noch Karten hat. Die Herzogin, unsere wunderbare goldene Sonne. Leute, wir müssen noch mal was ändern am Set. Mir fiel gerade was ein. Wir müssen echt was ändern. Da gibt es ein großes Problem bei meinem Set. Wir haben zu viele von diesen Mehrfachkarten. Wir haben kaum die Chance, eine davon zu bekommen. Ich würde die Schildmeile weggeben, weil es sowieso Nahkampfangriffe gibt, die mir ja die Einheiten wegmachen werden. Das ist besser, außer Spiel gegen die Skellige, was auch noch kommen wird vermutlich. Die sind auch ein bisschen blöd, weil die sind auch wieder Nahkampf. Das ist immer ein bisschen schwierig mit Nahkampf. Okay, aber das müsste jetzt erreichen, ne? Dann habe ich wenigstens die schon mal weg. Ceres. Ja, gut. Ja doch, dann nehme ich die drei. Und dann nehme ich lieber die hier weg, oder was? Weil das auch Nahkampf ist. Weil ich habe nachher sonst, zu viele verschiedene Multikarten. Ich glaube, das wird nicht gut enden. Um einfach nur zu erklären, warum und wieso und weshalb. Wie bin ich denn jetzt hier rausgekommen? Oh, weil ich in eine andere Richtung gegangen bin. Okay. So, wo ist die Quest? Achso, das große Turnier da. Vielen Dank, Neo Index, für den Raid. Vielen lieben Dank. So, jetzt speichern wir eben ab. Gar kein Druck für mich jetzt hier beim Turnier. Was habt ihr denn gespielt? Da bist du ja. Schön, dich zu sehen. Und wie findest du die skellige Fraktion? Wunderbar. Die Fraktion spielt sich sehr gut. Das freut mich zu hören. Gibt es irgendwelche besonderen Turnierregeln? Ich hätte gerne mal einen Überblick. Soll ich dir zuerst deine Kontrahenten vorstellen? Superbe Gewinnspieler aus aller Herren Länder. Hamal Ogendang Bali, ein Kaufmann aus Ophir. Erik von Frog, ein Adeliger aus Novigrad. Und nicht zuletzt sind wir stolz, einen Skelliger willkommen zu heißen. Bist du blind? Eine Skelligerin verflucht. Natürlich, mein Fehler. Agneta Skold mit ihrem herrlichen Inseltemperament. Dazu wunderbares Perlengeschmeide. Ach, und diese Ketten. Die Regeln sind ganz einfach. Jeder Spieler übernimmt für die Dauer des Turniers eine Fraktion. Wer ein Spiel verliert, ist draußen. Der Gewinner gelangt ins Halbfinale, wo er gegen den letztjährigen Turniersieger antritt. Den vortrefflichen Botschafter des Kaiserreichs Nilfgaard, Meister von Hinn. Und wer wiederum dieses Spiel für sich entscheidet, der tritt gegen niemand anderen als mich an, euren bescheidenen Diener. Hände weg von unserem Gwint! Ich will keine neue Fraktionen-Scheiß! Draußen sind Demonstranten. Nicht mal allzu wenige. Hände weg vom Spiel, verdammt! Wir wollen keine neuen Fraktionen! Monnier, du verfickter Bastard! Lass die Zwergentradition in Ruhe! Man kann es nicht jedem recht machen. Die Gewinntraditionalisten wollen verhindern, dass ich den Kanon um Skellige erweitere. Aber wir wollen uns nicht darum scheren. Erzählst du mir, welche Fraktionen die anderen spielen? Das ist kein Geheimnis. Erik von Frog spielt die nördlichen Königreiche. Der Botschafter hat in patriotischer Anwandlung zu Nilfgaard gegriffen. Oh. Hamal Ogendang Bali spielt die Monster. Und Agneta Skold hat sich für die Skoyatel entschieden. Meine Wenigkeit wird den Sieger mit Skellige erwarten. Ich will unbedingt den Wert dieser Fraktion demonstrieren. Ja, wir haben ein Problem. Ich habe keine Finte in mein Set gepackt, ne? Gegen Nilfgaard wird übel, wenn ich keine Finte habe. Naja. Ich wäre bereit, wenn die anderen es auch sind. Dann komm zu mir auf die Terrasse. Der Herold wird bald den Beginn des Turniers verkünden. Los geht's. Möge das Turnier beginnen! In Runde 1 tritt Agneta Skold gegen Erik von Frog an. Und Gerald von Riva spielt gegen Hamal Ogendang Bali. Ogendang Bali. Schnappen wir uns einen Tisch. Möchtest du etwas setzen?
woran denkst du dabei? Waffen sammle ich. Dein Silberschwert reizt mich. Was? Wenn nee. Ich sie will, ist es mein. Wenn ich verliere, gebe ich dir auch eine solche Kostbarkeit. Also wir sagen das, aber wir werden neu laden. Also, schön. Verlieren. So sei's. Weil das werde ich nicht hergeben, mein Silberschwert. Das ist ein ganz besonderes Silberschwert. Aber wir können das Set ja nochmal hier anpassen. Okay, das ist gut. Wir nehmen zumindest mal eine Finte mit ins Set. Bei was spielt er denn jetzt eigentlich nochmal? Ich hab's vergessen. Egal. Er spielt Monster, okay. Okay, Nahkampf. Wir haben... Wie gesagt, das ist ein Set, mit dem ich noch nicht gespielt habe vorher, ne? Deswegen... Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Das heißt, wir brauchen nicht unbedingt Nahkampfstärken. Wir haben das. Wir haben... Okay, wir haben nicht die Dingens. Yalmar könnten wir auswechseln. Wesemir könnten wir auswechseln. Wir könnten erstmal schauen, was passiert, wenn wir Wesemir auswechseln. Okay, das ist, das heißt, wir wechseln ihn hier auch noch aus. Okay. Ich darf anfangen, okay. Erstmal auf Schaden gehen. Die habe ich natürlich nicht im Set, die kann ich nicht im Set haben. Warum eigentlich nicht? Ich glaube, wir sind ziemlich am Arsch. Und wir haben ja keine Möglichkeit, das Wetter zu verändern. Okay, das ist fies. Wir haben verloren. Wir haben verloren. Wir müssen laden. Verdammt. Ich. Da. Ja, als ob ich jetzt verliere. Ich musste nur, ich habe vergessen, dass ich vielleicht eine Wetterkarte reintun sollte. Ich habe mich wieder auf die nördliche Königreiche quasi, habe ich mich verlassen, auf meine Anführerfähigkeit, die ich natürlich jetzt nicht habe. Esst, trinkt und saugt. Da bist du. Und da gibt es. Ihr. Und ich. Ich will. In und Schnapp. Okay, wir nehmen eine Finte dazu, wir nehmen noch mehrere Wetter, ja, gutes Wetter brauchen wir einfach nur, gutes Wetter, okay. Ach doch, wir haben den Spion auf unserem Set, gutes Wetter haben wir drin, das ist schon mal gut. Die sollte ich behalten, das ist nicht so praktisch, weil die brauche ich nicht, ich bräuchte eigentlich nur die Karte, mit der ich die alle holen kann, aber deswegen nehme ich die erstmal weg. Die zieht alle Karten aus meinem Set raus, das ist schon mal gut. Yalmar ist eigentlich eine gute Karte, ich würde die jetzt ungern wegtun. Ich glaube, ich lasse es so. Oh ja, das ist eine gute, das ist eine sehr, sehr gute Karte. Wie mache ich das am besten?
Ich möchte eigentlich ungern die hier nutzen, weil die ist ziemlich gut. Das Problem ist, sonst müssen wir zwei Karten nutzen. Und beide wiederbeleben Karten ist halt auch scheiße. Okay, ich mach's so. Das war schade, aber egal. Stimmt, wir ziehen ja keine Karte mehr, wenn... Oh, hab ich ganz vergessen. Weil wir können die Karte ja wiederholen, ne? Also das ist natürlich eine praktische Sache. Ich hole die jetzt auch wieder. In Hoffnung, dass sie nicht sofort gekillt wird. Deswegen habe ich die Karte drin. Oh, wenn er kein Verbrennen hat, ist er am Arsch. Er ist so am Arsch, wenn er kein Verbrennen hat. Der wird bestimmt auch was haben, wie Verbrennen. Eine Wetterkarte könnte natürlich auch noch sein. Okay, er versucht echt alles, was er bieten kann. Wir haben gewonnen! Wir haben gewonnen! Die setzt sich gar nicht mehr ein. Nice. Soweit ich weiß, können wir aber nicht speichern. Danke. Und Gratulation zu deinem Sieg. Ich weiß nicht, warum ich mein Schwert verwertet habe. Das Universum muss aufgehört haben, mich zu leiten. Hier, möge es dir gut dienen. Ich hätte nie verloren, wenn du nicht betrogen hättest. In meinem Land leben Verleumder nicht lange. Dafür sorgen wir. Behaupte noch einmal, ich hätte betrogen und ich schneide dir die Zunge raus. Genug! Reißt euch zusammen! Gwint ist ein Sport für Edelmänner. Daher erwarten wir von allen Teilnehmern untadeliges Benehmen. Störungen können wir keinesfalls dulden. Daher sind die Teilnehmer aus Novigrad und Skellige auf Entscheidung von Graf Monnier disqualifiziert. Sport für Edelmänner. Ha. Ich bin eine Dame. Und Damen scheißen auf Turniere, bei denen ein lausiger Schwanz sie des Betrugs bezichtigen kann. Runde 1 ist abgeschlossen und dies ist der Stand. Agneta Skold und Erik von Frog, beide disqualifiziert. Gerald von Riva hat Hamal Ogndangbali aus Ophir besiegt. Im Halbfinale begegnet Gerald dem Titelverteidiger, Botschafter von Hin. Ist mir eine Ehre. Ja, man fängt direkt an. Man kann nicht zwischendurch speichern. Schade, wir haben die Einheit nicht bekommen, um die Schildmeide zu rufen. Ah, das ist eine echt schlechte Runde, glaube ich. Oh mein Gott, wir werden ziemlich verlieren. Wir werden krass hart verlieren. Wir kriegen übelst auf die Fresse. Weil der hat auch noch jede Menge Spione, der gute Herr. Das sieht halt schon kommen. Wir kriegen richtig krass auf die Fresse. Ja, habe ich ja gesagt, dass wir richtig krass auf die Fresse kriegen werden. Meine Worte. Versuch mich einzuholen. Er lässt mich gewinnen. Oh, wir sind so am Arsch. Wir sind so am Arsch. Und er versucht aber die erste Runde zu gewinnen. Das heißt, er wird jetzt ein paar Karten verlieren. Wir haben also das Problem ist, wir haben die gleiche Anzahl Karten und er hat eine Runde gewonnen. Er muss nur noch einmal gewinnen und wir haben die gleiche Anzahl Karten. Und ich muss quasi schauen, dass ich versuche noch zu überleben.
Das ist ein großes Problem. Ich meine, er kann jetzt keinen Spion wiederbeleben, weil wir keinen hatten. Das heißt, ich kann jetzt hier einen Spion wiederbeleben, und zwar den Schwächsten. Immerhin etwas. Vielleicht kriegen wir noch eine Wiederbeleben-Karte. Nein. Das Problem ist, jetzt haben wir die beiden. Ah, nee, die beiden sind okay. Davon will ich nicht mehr als einen. Okay. Ach. Er hat natürlich eine Finte benutzt. Natürlich. Natürlich hat er eine Finte benutzt. Hätte jetzt auch anders sein sollen. Natürlich hat er jetzt noch mehr Karten. Das war's eigentlich. Wir können schon abbrechen. Das wird nichts mehr. Der hat zu viele Karten. Warum nimmt er die einer weg? Das verstehe ich nicht. Ich kann nicht passen, weil wenn ich passe, verliere ich. Ich muss eine Karte spielen. So, jetzt darf ich passen. Wir sind am Arsch. Okay. Okay, okay, okay. Okay, 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 okay. Ah, es gilt nur für die gleiche Reihe, okay. Ich weiß nicht, ob das klug ist, was ich tue. Gewinnen wir noch? Ich weiß es nicht. Könnte hinkommen. Ja. Oh mein Gott, wir haben gewonnen. Das ist echt intens. Botschafter, es war mir eine Freude, gegen dich zu spielen. Die Freude war ganz meinerseits. Glückwunsch, Hexe. Quint wird nicht verunstaltet. Jetzt können wir speichern. Allen neuen Fraktionen. Da braut sich was zusammen. Verpisst euch allesamt. Hoch mit den Arschen. Die könnt ihr nach Skellige tragen, ihr behämmerten Inselsäcke. Ich bitte darum, Ruhe zu bewahren und nicht ausfallend zu werden. Du kannst deine Mutter bitten, nicht mehr mit Frettchen zu ficken, Monier. Wurstfänger weg von unserem Quint. Vielleicht könnt ihr mal aufhören zu brüllen und mir einfach euer Anliegen erklären. Das haben wir schon tausendmal erklärt. Es hört niemand zu. Ich höre zu. Quint ist ein alter Zeitvertreib. Die Regeln bestehen schon ewig. Genau. Und Naturgesetze werden beherzigt. Es muss 4 Fraktionen geben. Das ist die ideale Anzahl. Wir nehmen es nicht hin, wenn weitere Fraktionen eingeführt werden. Das ist eine Missachtung der Tradition. Genau! Griffel weg vom Gwind, sage ich! Und jetzt Schluss! Wir sind nicht zum Schwätzen hier, sondern um ein paar Köpfe für die Tradition rollen zu lassen. Los, Jungs! Hm.
Ich dachte, er hat automatisch gespeichert. Sei dieser Pöbel! Na, abgekühlt? Scheiße, ich sehe dreifach. Nein, vierfach. Genug, ich rufe die Wache. Lass mich mal, Graf. Na schön, ihr könnt dieses Turnier stürmen. Aber es wird noch eins geben. Mit weiß der Geier was für Regeln. Wenn sie euch nicht passen, spielt nicht mit. Spielt da, wo es euch gefällt. Aber schreibt anderen nicht vor, wie sie zu spielen haben. Papalapap! Wie mein guter alter Freund Sultan Shivai sagen würde, wenn einer Papalapap sagt, kann er recht haben oder nicht. Aber wenn alle Papalapap sagen, dann wird wohl was dran sein. Also hören wir uns um. Wer hier ist noch deiner Meinung? Sultan Shivai? Den Halunken habe ich ja ewig nicht gesehen. Wie geht es ihm? Ich habe ihn zuletzt in Novigrad gesehen. Mehr berichte ich gerne bei einer Flasche Hochprozent. Alles herhören! Unser Ausflug nimmt eine neue Wendung. Wir trinken mit Sultans Kumpel. Moment, meine Herren. Die finale Turnierrunde steht noch aus. Finale Runde. Scheiß drauf. Ich, Yaki Raffiberg, erkläre hiermit meine Teilnahme am Turnier. Und ich verlange, gegen den Sieger anzutreten. Wir werden sehen, ob diese skellige Fraktion auch nur einen Scheißhaufen wert ist. Ein für alle Mal. Einverstanden. Aber bitte gedulde dich. Zunächst brauchen wir ein Vorfinale. In dem Vorfinale tritt Graf Monnier mit der skelligen Fraktion gegen Geralt von Riva an, der ebenfalls die neue Fraktion spielt. Der Traum meines Bruders wird wahr. Beide Kontrahenten im Finale spielen die skellige Fraktion. Viel Glück. Ich weiß nicht, ob gespeichert war zwischendurch, wenn ich ehrlich bin. Das gleiche wie ich. Und dass er noch andere Karten dazu ziehen kann. Warum habe ich diese Karte nicht? Wie unfair das ist. Der macht das gleiche wie ich. Der spielt das 1-1. Was ist da los? Oh, ich habe die falsche Reihe. Oh nein. Wir haben verloren. Oh, wir haben verloren. Weil ich Idiot zu oft auf A gedrückt habe. Schade. Ich hatte echt das Gefühl, wir hätten eine gute Chance, aber das wird wohl nichts. Damit hat er gewonnen. Danke für das Spiel. Ich verübel alles. Wenn er jetzt kein Safe-Punkt ist, dann werde ich das außerhalb des Parts. Los! Danke. Dann werde ich das außerhalb des Parts nochmal so weit spielen. Ich lag echt nur daran, dass ich mich verklickt habe, ne? Das ist der einzige Grund, warum ich gerade verloren habe, sonst hätte ich gewonnen. Easy, mit den Karten, die er hatte. Er konnte mir keine Karte nehmen, nix. Also ich hätte es easy gewinnen können. Es lag nur am Verklicken. Das ist halt echt super mega nervig.
Genau. Na, wenn Sie... Wie mein... So. Ich hab... Viel schneller! Mein Set ist echt gut. Man muss halt nur am Anfang sich immer sehr viel Gedanken darüber machen, was man wegtut und was nicht. Ich glaube, er spielt keine Wetterkarten. Aber ich weiß es nicht. Da hat er mich gut getrickt. Das war ein guter Trick von ihm. Sehr gut gemacht. Au, wir sind am Arsch. Wir sind so ziemlich am Arsch. Das wird nichts mehr. Wir hätten die Karte spielen sollen vorhin. Oh, guten Abend, Satsuki. Wir haben verloren. Jetzt woanders sein können. Es spielt ja doch Wetterkarten. Ja, hat gewonnen. Also können wir abbrechen. Danke wieder. Für das. Oh, wie lange wir trinken müssen. Ah, 5 Stunden lang überspringen. Hätten wir gerade eben einfach diesen einen Zug nicht falsch gemacht, hätten wir gewonnen. Wir hätten das alles in einen Durchlauf geschafft. Was einmal verklicken alles versauen kann. Ne. Schocken. Na, wenn Sie... Wie man... So. Ich hab... Ich weiß nicht, was ich noch bekomme, das ist das Problem. Thank you.
Er hat bestimmt wieder verbrennen. Wow. Wie soll ich dagegen ankommen? Das ist ja nicht möglich. Ja doch so, aber das Problem ist, ich habe jetzt nur noch eine gute Wetterkarte. Also wir haben wieder verloren. No. Er hat gewonnen, er muss mal irgendwas legen. Ja. Danke für das Spiel. Wie nervig gut. Das ist. Los. Wie gesagt, ihr habt das gesehen. Es hätte ich den Pilz in die richtige Reihe gesetzt, hätten wir damals 16 mehr Schaden gehabt. Und hätten easy gewonnen. Easy gewonnen. Aber wirklich easy. Easy peasy gewonnen. Lass, na, wen? Ich. Viel Glück. Na, das ist schon. Wir können abbrechen. Danke für das. Schlechte Karten bekommen. Los! Danke. Gern. Danke. Ich bin keinen schlechten Decks mehr. Lohnt sich einfach nicht, die 5 Minuten zu investieren in schlechte Karten. Lohnt sich nicht. Es ärgert mich so sehr, dass wir beim ersten Mal einfach durchgehend hätten gewinnen können. Ohne Probleme. Hätte ich nicht mal wieder gefettfingert. Wie man. Ich. Ab! Was? Keine Ahnung, wie viel zu 100% fehlt. Es gibt keine Anzeige dafür. Das. 1,8743%. Das ist. Keine Ahnung, was weiß ich? 7,58734%. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie viel fehlt. Ich kann es dir nicht sagen. Beim besten Willen nicht. Ist nicht möglich, deine Aussage zu treffen. Die Finte brauchen wir bei denen nicht. Ich meine, das ist ja nicht böse oder so, aber es gibt da keine Möglichkeit, deine Aussage zu treffen. Was macht der jetzt? Ich verstehe nicht, was das soll, was er da tut. Also will er doch weiterspielen. Ich bin mir da nämlich gerade nicht so sicher, ob der wirklich weiterspielen will. Okay, scheinbar will er weiterspielen. Ah, jetzt will er doch nicht mehr weiterspielen. Ich kann es echt nicht sagen, dazu gehe ich. Das soll nicht böse klingen, ne? Aber ich weiß es halt nicht. Keine Ahnung. Es gibt keine Prozentanzeige im Spiel. Jetzt kommen wir schon verbrennen. Oder auch nicht. Glück gehabt. Oh, das tut richtig weh. Oh, wir haben komplett verloren. Wir haben. Ja, wir können schon wieder aufgeben. Wir haben verloren. Es gibt keine Möglichkeit mehr zu gewinnen. Gibt es nicht mehr. Nee. Das war's. Das war's jetzt schon. Jetzt ist schon vorbei. Danke für das. Gut gespielt. Ich möchte gerade schreien. Ich glaube, ich mute mich gleich und schreie mal ganz laut. Wir hatten es halt schon. Wir hatten es schon. Ich habe nur gefettfingert.
Hä? Satsuki. Was? Hä? Ach, du warst ja die ganzen letzten Wochen nicht da, ne? Ne. Ich hab 235 Stunden Zelda gespielt. Das ist ein Mammutprojekt. Ich hab... Da ist Witcher nix gegen. Ich kann nichts machen. Wir haben wieder schlechte Karten. Auch das ist total dumm, dass wir davon zwei haben. Warum habe ich das nicht... Warum habe ich nicht einer ausgewechselt? Ich bin so dumm. Ich verdiene zu verlieren. Wenn ich schon dumme Fehler mache. Ja, er hat gewonnen. Das war's. Da kommen wir nicht mehr gegen an. Es gibt keinen Weg, wie wir da gegen ankommen können. Gibt's einfach nicht. Wir können alle unsere Karten spielen, dann können wir gewinnen. Aber... Bemerkt, es reicht schon, wenn er das so macht. Das ist so dumm. Ich hasse diesen Typen so sehr. Ja, wir müssen... Mach verbrennen, damit meine Einheit weg ist. Das Problem ist, die können ja nicht mehr die anderen Einheiten dazu holen, weil die sind ja im Todesstapel im Friedhof. Vom Friedhof geht das nicht. Was ist eigentlich diese Fähigkeit, die ich hatte? Was war das nochmal? Oh, das hätte ich machen sollen gerade. Oh, ich bin so blöd. Ich habe wieder verloren, weil ich blöd bin. Es tut so weh. Es tut so endlos weh. Na, er hat gewonnen. Danke für das. Gut. Doch, ich nehm's dir übel. Ich nehm's dir ganz schön übel. Gut. Ich bin gerade mega getriggert, ich bin mega salty. Und das wäre ich nicht, wenn ich jetzt einfach oft scheitern würde. Erste Runde hätten wir gewonnen. Easy. Ne. Deswegen regt mich das gerade so auf. Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte. Und meine Hand tut auch langsam weh. Wird er jetzt verbrennen haben? Ich sag's euch jetzt schon. Jetzt kommt verbrennen. Was hätten wir? Ah. Thank you.
Es war so klar. Wir haben verloren. Das war's schon wieder. Ja, wir können wieder abbrechen. Wir haben wieder verloren. Es war so klar, dass Verbrennen natürlich kommt. Dass er natürlich die Verbrennenkarte hat. Es war so klar. Gut. Geht ja nicht anders. Natürlich hat er die genau in dem Moment, wo er sie braucht. Als würde sie in sein Deck einfach reinspawnen, wenn er sie braucht. Ist doch ein Witz. Die ganze Zeit hat er drei Runden keinen Verbrennen. Jetzt hat er auf einmal wieder Verbrennen. Das ist doch lächerlich. Lächerlich. Jetzt komm. Mach Ladebildschirm weg. Oh mein Gott. Nein, der hat die Karte abgelegt. Der hat eine Karte abgelegt. Nein. Oh Mann. Oh Mann. Das tut mir noch weh. Ich hab körperliche Schmerzen. Befreit mich aus diesem Spiel. Es macht keinen Spaß, dieses Spiel. Ich weiß nicht, was das soll. Was denkt das Spiel sich dabei? Ich verstehe es nicht. Das war's, wir haben verloren. Er hat gewonnen. Es gibt nichts, was wir tun können. Ja, natürlich! Jetzt hat er das Horn in sein Deck gespawnt. Natürlich. Macht ihr auch immer so, ne? Ihr spawnt einfach spontane Karte in euer Deck. Der cheatet doch. Der muss cheaten. Das macht anders gar keinen Sinn mehr. Der muss cheaten. Mir kann keiner erzählen, dass der fair spielt. Kann mir einfach keiner erzählen. Der ist so programmiert, dass er cheatet. Eindeutig. Das bringt nichts mehr. Danke. Der cheatet. Eindeutig cheatet der. Gut, los. Danke. Gern. Oh, ich hasse es, gegen Cheater zu spielen. Es ist offensichtlich, dass der immer die Karten hat, die er gerade braucht. Habe ich eine sehr hohe Karte, hat er immer Verbrennen. Hat er dieses Ding, hat er immer ein Horn. Immer. Ich kann nicht, weil mein Daumen tut übrigens weh. Ich muss das langsam machen. Das sind noch gute Karten. Endlich mal gute Karten. Natürlich hat er jetzt auch einen Spion. Natürlich. Der hat seit ewigen Runden keinen Spion gehabt. Aber jetzt, wo ich einen habe, hat er auch einen. Ihr seht das. Das ist Cheaten. Das ist eindeutig Cheaten. Der hat kein festes Deck. Wenn ich das spiele, weiß er, ich brauche jetzt auch einen Spion, damit wir gleich wieder Karten haben. Das ist definitiv. Cheatet das. Das 100%. Ich bin mir 100% sicher, dass das nicht normal ist. 100%.
Und hat immer die gleichen Karten wie ich. Immer. Immer. Das ist natürlich versaut, ne? Wir haben viel zu hoch gewonnen jetzt. Natürlich. Und um was wetten wir? Er hat ein Horn. Ich wette jetzt echt um 50 Euro, dass der ein Horn hat. Gut, der Gute ist, er hat schon eine von diesen Karten gespielt. Da war er dumm. Dieter, hab 50 Euro gewonnen. Natürlich, das war's. Er hat wieder gewonnen. Kleine Cheater. Er will mich auch noch demütigen. Das ist so gut. Der hat immer die richtigen Karten parat. Immer. Immer. Gut. Los. Danke. Der Part geht bald 2 Stunden. Davon ist eine ganze Stunde nur dieser Kampf. Ganz ehrlich. Ja, es ist nicht wirklich wahr. Aber doch fast. Wir sind bei einer halben Stunde nur diese eine Kartenspiel. Ne. Wenn sie euch. Wie mein. So. Es ist absolut lächerlich. Wir können schon wieder abbrechen, das macht keinen Sinn. Das ist wieder nur Müll. Das ist nur wieder jede Menge Müll. Das ist einfach nur Müll. Ja. Es ist einfach nur Müll. Na klar. Natürlich. Natürlich macht er das. Natürlich. Anders geht's ja nicht. Er muss cheaten. Anders geht's nicht. Ja, ich kann nichts mehr machen. Ich muss meine beste Karte spielen. Die einzige, die mich retten kann, muss ich spielen. Das ist einfach lächerlich. Und jetzt spielt er die in der nächsten Runde auch und ich bin tot. Das ist das Problem. Es ist so unglaublich lächerlich. Es ist so extrem lächerlich, dieses Spiel. Oh mein Gott, ist das lächerlich. Warum konnte ich jetzt keine Einheit wiederbeleben? Achso.
Danke für das Spiel. So. Ich rede jetzt nicht mehr, ich mute mich. Ich habe keine Lust mehr zu reden. Gut gespielt. Danke. Gern. Ne. Schau. Na, wenn sie. Wie mein. Ich hab. Viel. Das ist unfassbar. Weißt du, er hat dann das Horn. Das ist jetzt in sein Deck gespawnt, damit er gewinnen kann. Aber ich gewinne nicht, oder? Gewinne ich? Ich habe gewonnen. Glückwunsch. Der Beste hat gewonnen. Noch dazu mit der besten Fraktion. Danke. Gutes Spiel. Skellige hat gewonnen. Eine Scheiße. Das Turnier ist noch nicht vorbei. Jetzt bin ich dran. So war's vereinbart. Legen wir unsere Differenzen gleich hier und jetzt bei. Wir müssen beide Nun Kämpfe nacheinander zeigen, gewinnen. Wer der Turniersieger ist. Geralt von Riva mit der Skellige Fraktion oder Yaki Raffiberg mit Prinz Goyatel. Möge der Beste, Mann oder Zwerg, gewinnen. Das ist gut.
Oh, schauen wir mal. Ob wir jetzt gewinnen können. Ich habe Angst, dass das Verbrennen irgendwie drin ist. Das. Ich mache jetzt einfach das hier, damit er eine Karte ziehen muss. Okay. Wir haben gewonnen, oder? Ich glaube schon. Puh. Okay. Puh. Danke. Gutes Spiel. Verkackt und zugebläht. Am schlimmsten ist, dass diese verfickte, skellige Fraktion gewonnen hat. Tja, Pech gehabt. Glückwunsch. Das habe ich mir jetzt echt verdient. Los, Jungs. Besaufen wir uns irgendwo. Nein, bleibt hier. Ich möchte euch einladen. Wir müssen auf die Premiere der neuen Fraktion anstoßen. Und wenn jemand Lust auf ein Freundschaftsspiel hat, immer gerne. Danke für alles, Hexer. Gern geschehen. Ich habe mich amüsiert. Du hast dich als wahrer Gewinnmeister erwiesen. Hier, der Turnierpreis. Du hast ihn verdient. Gut, wir hätten das in einer Tour schaffen können, aber gut. Wir waren kurz davor, es auch so zu schaffen, aber... Headfinger. Vielen Dank, Ralf. Vielen Dank nochmal, dass du an meinem kleinen Turnier teilgenommen hast. Hoffentlich sehen wir uns mal wieder. Wer weiß. Leb wohl. So, wir haben es geschafft, meine lieben Leute. Das war's mit diesem Part. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Part. Bis dann, haltet die Unstalt, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Und nochmal ganz kurz, noch eine Sache. Wir haben alles erledigt, außer Ritter zu Diensten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also nächstes Mal geht's dann mit der Hauptgeschichte weiter. Ja, dann haltet die Ohren steif. Bis dann. Tschüss!